Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen V-Log. Es ist jetzt der nächste Tag und es ist schräg, denn heute schneit. Ich weiß nicht, ob man es da draußen irgendwie erkennen kann, aber es schneit. Es hat die Nacht über geschneit. Was denn die schon belangt? Es sieht noch nicht so ganz Burner aus. Das heißt, ich werde jetzt gleich über den Schreibtisch nochmal drüber gehen, damit das wirklich dann perfekt passt. Dann würde ich sagen, legen wir los. So, der Schreibtisch ist jetzt soweit wieder eingelassen. Ich glaube, dass es diesmal wirklich passt. Jetzt geht es erstmal rein, denn ich muss für diesen Kanal hier noch ein Kochvideo schneiden bzw. einsprechen und ein Kochvideo für Lux Food Factory noch machen. Deshalb gehen wir jetzt rein und sehen uns dann gleich. Ja Leute, das Ding ist, ich habe jetzt hier einiges, was ich machen könnte. Das Ding ist, ich weiß echt nicht, was ich heute so raushauen möchte. Deshalb machen wir jetzt einfach das Auberginen-Video heute. Ja. Und schneiden das mal. Jetzt müssen wir erstmal die Anmoderation und Abmoderation noch abdrehen. Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo auf meinem Kanal. Intro, Outro abgefilmt. Jetzt filmen wir das Kochvideo für Lux Food Factory. Ja Leute, fertig gekocht. Jetzt wird gegessen. Sieht recht lecker aus. Einige werden jetzt fragen, okay Luke, das ist nicht Low Carb. Ja, ihr habt recht. Aber zu dem Thema wird im nächsten Video kommen. Und ja, seid gespannt. Für das Video, was wir vorhin geschnitten haben, fehlt jetzt noch ein Thumbnail. Das Thumbnail werden wir jetzt schnell gestalten, denn in einer halben Stunde sollte das Video eigentlich online gehen. Thumbnail gemacht, Video hochgeladen, das heißt, das Ganze geht jetzt online. Ja Leute, der Tisch ist jetzt soweit fertig, das heißt, wir werden den jetzt rein verfrachten. Er glänzt zwar, aber ist jetzt nicht so, wie ich es eigentlich erwartet habe, aber ist egal, wir machen ihn jetzt rein und bauen ihn mal auf. So, jetzt steht das Teil hier drin. Und ich würde sagen, wir bauen das Ganze jetzt mal auf, wie es war. So, das Ganze ist dann soweit fertig. Das heißt, der Arbeitsbereich steht wieder so, wie er vorhin war. Ich muss sagen, hier drin erkennt man jetzt schon einen wesentlichen Unterschied. Vor allen Dingen denke ich, wenn man hier jetzt wirklich was draufstellt und das wird nass, ist es halt echt geschützt. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal rausstarten, denn ich muss einkaufen und zum Arzt und bla 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 und dann muss ich noch schauen. Ich gehe jetzt zur Ärztin. Irgendwie ist meine Motivation heute rauszugehen extrem klein, damit ihr hier sehen könnt, ist Schnee. Da hinten ist eine Baustelle, die direkt vor meiner Bude ist und meine Motivation ist gegen Null. Aber was sein muss, muss sein. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal zur Ärztin. Also Leute, ich bin gerade bei der Ärztin fertig und ich muss sagen, ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt. Ich habe wirklich mega viele Funde schon bei einem Arzt geholt. Und wir wurden gerade 18 Euro für 5 Teilen verrechnet, Leute. Ich schwöre es euch. Das ist echt strange. Und ich glaube, ich werde einen Hausarzt wechseln, weil das sehe ich nicht ein. Ich zahle keine 18 Euro für 3 Teilen. Das ist Wahnsinn, das ist ja fast, das sind ja da Preise eigentlich im Grunde, ne? Ich bin jetzt zu Hause angekommen, es geht jetzt ums Schneiden, denn das Kochvideo sollte eigentlich in 1,5 Stunden online gehen. Das Ding ist, ich hoffe, ich schaffe das. So wie es aussieht, werde ich es nicht schaffen, denn es ist echt mega, mega stressig jetzt. Wie dem auch sei, sonst wird heute nicht mehr viel passieren. Ich werde später noch lernen für die Fahrschule und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao.